Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Heute haben wir eine hochinteressante Partie im Angebot. Shamrock Rovers gegen Benfica. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Anpfiff und los geht's. Rafa. Die Schiedsrichterin gibt den Freistoß und das ist natürlich eine sehr gefährliche Position. Den Ball hat er. Gut reagiert vom Torhüter. Ja, da muss er hin. Der Freistoß wäre sonst reingegangen. Auf ihn wird es ankommen heute. Da bin ich sicher. Er ist der beste Torjäger dieses FUT-Vereins. Hat hier eine absolute Ausnahmestellung. Jeder weiß, wie wichtig er ist. Jeder weiß. Und er schießt. Sie gehen hier schon früh in Führung. Damit haben sie erstmal alles im Griff. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. David Neres. Schön durchgesetzt. Rafa. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Burn. Schönes Tackling und den Ball erobert. Machen Sie gut. Steilpass. Steilpass kommt an, machen Sie gut. Die legen noch einen nach. Doppelschlag binnen weniger Minuten. Und jetzt ist der Jubel natürlich groß. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Jetzt könnte der Pass kommen. Otamendi am Ball. Rafa. Da haben sie die Chance. Ah, und sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag. Zwei Tore sind sie vorne. Drei-eins heißt es also jetzt. Lopez. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Schaffen Sie den Anschlusstreffer. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Florentino. Ah, das könnte was werden jetzt. Rafa. Jetzt kann er es machen. Es sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung zwei Tore. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Dann. Wird es jetzt gefährlich. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Jetzt ist Platz für den Konter. Der Versuch. Ja, macht das da ganz sicher. Wird Ecke geben.
Jetzt kommt die Ecke. Sie bekommen den Ball nicht raus. David Neres. Rafa. Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Er kann hier machen, was er will. Eine richtig starke Partie da vorne drin. Und er hat ja schon einige Tore erzielt. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Das macht er sehr gut. Da wäre Platz für einen Konter. David Neres. Er spielt steil. Guter Steilpass. Sie legen nach, erhöhen auf 3 Tore Vorsprung und man hat schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5:2. Die Mitspieler bieten sich an. So, das könnte hier was werden. Am Ball ist Rafa. Die Chance für den Konter. Guter Pass. So, und das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Kaum zu glauben. 6:2 steht es jetzt mittlerweile. Stark gemacht, das könnte was werden. Kein Tor in dieser Szene, müssen sie mehr draus machen. Direktes Duell mit dem Torhüter, aber Lob an den Keeper, das war gut gemacht. João Mario, vielleicht der schnelle Konter jetzt. Rafa. Klasse Angriff, aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Finn. Gute Chance. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Ja, setzt sich schön durch. Da ist die Chance. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Pass wird abgefangen. David Neres. Viel Platz für den Konter jetzt. Was machen Sie draus? Sie können es machen. Das ist noch gefährlich. Die Chance. Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich.
Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Jetzt sind wir am Ende dieser Partie angekommen. Schlusspfiff. Und die Gastgeber sind der Verlierer dieses Spiels. Also das ist natürlich eine herbe Niederlage. Und das hatten sie sich logischerweise ganz anders vorgestellt. Von ihm hätte heute auch mehr kommen können, Buschi.